Okay, da war noch eine Kante. Achso, das ist die. Da können wir so hier kaschieren. Zack. Geisterhaus gibt es und die restlichen freistehenden Kanten werden dann hier mit diesem grauen Beton beschmiert. Ja, wir hatten eigentlich dieses grüne bisher, aber jetzt hat man gewechselt zu der Farbe, so hinten auch. Zack, so. Und die entdecken jetzt hier halt hier am Untergrund das ganze Zeug. Geisterhaus gab es jetzt. So, wir machen jetzt mal so langsam plus, ist zwar jetzt nicht viel, aber das reicht, um zu überleben. Achso, ich sollte vielleicht auch mal ein paar Mechaniker einstellen, da ist 5. Und bei der Parkentwicklung schon ein bisschen mau. Dann noch Aufseher. Entertainer, ein Astronautenkostüm, oh, das kommt immer groß. So, im Astronautenkostüm, genau. Wie sieht das aus? Da seht ihr es. Oder hier unten. Jetzt hier auch einen Astronauten, wie eine Astronautenklamotte halt. So sieht das aus. So sind sie ganz neu. Der Park ist überfüllt. Da gibt es immer noch ein paar. Mir ist schlecht. Ah, ne, doch, jetzt sind sie weg. Jetzt hat er gerade aktualisiert. Nö, jetzt sagen sie noch, mir ist schlecht. Ich habe Hunger, aber Hunger. Fressensecken habe ich ja jetzt hier und hier. Da müssen sie halt nur dort irgendwo hingehen. Wie ist denn so der Stand? Stehen noch überall Leute an, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das Zeug irgendwie nochmal teurer machen könnte, aber... Geisterhaus gab es jetzt. Na gut, das ist auch irgendwas, was man jetzt auch nicht unbedingt so braucht. Beziehungsweise die Drachenschanze, wie man es auch nennen kann. So sieht der Park aktuell von oben aus. Da kriegt man leider nicht ganz aufs Bild. Also ein bisschen ansatzweise. Ich habe da halt jetzt mal alle Attraktionen auf dem in der Sicht da. Genau, so gemäßigte Attraktion. Mal gucken, was das jetzt wird. Hoffentlich irgendwas Schönes, was wir nochmal verarbeiten können. Könnte ich auch nicht. Ja, gut. Tretbahn. Natürlich auch was. Das ist auch eher so eine Attraktion, die wir nicht ganz so häufig bauen, zugegebenermaßen. Rocket to Venus ist defekt. Fehlfunktion des Fahrzeugs. Ah, ich dachte, Stationsbremsen defekt. Das würde dann, glaube ich, bei der Landung ziemlich wehtun. Beim Aufpreise der Explorer, der kommt gut an. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wahrscheinlich ist es auch einfach zu günstig, dass die Leute denken, ach Mensch, das geht noch, da kann ich immer mitfahren.
So, sehen wir schon was? Nee, am 13. Oktober kommt das erst. So, nähern uns aber auch so langsam unserem Ziel, nämlich 1600 Besucher. Fehlen noch nicht mal 300. Werbekampagne läuft noch eine Woche. Da werde ich den Optik wieder nachliefern. Oder brauche ich mal so eine komische. Tretbar, man könnte so ein Tretbar des Todes machen, dann hier so ein Dinosaurier-Layout machen. Das wäre doch witzig. Wenn ich von diesem Weg hier hochbaue, komme ich denn dann da ungefähr raus? Okay, es würde also gehen. Das würde also gehen. Okay. Na, dann versuchen wir es doch einfach mal. Welche Höhe war das jetzt? Die hier, ne? Genau, ein Eingang, dann irgendwie hier daneben. So eine Runde. Hier gehen wir es dann einmal durch. Halt. Da würde ich die Werbekampagne dann verschieben, wenn das hier fertig ist. Hier haben die dann so ein bisschen Sichtkontakt mit dem Magma Explorer. An der Stelle. Also es ist hier so eine Riesenhalle, ne? Also müsst ihr euch so vorstellen. Das geht dann da auf. Achso, ich muss natürlich auch noch hochbauen auf die Höhe 14, ne? Sonst wird das ja nichts, um dort wieder an der Station rauszukommen. So, so schön ist das Ding geworden. Wie wollten wir das nennen? Tretbahn des Todes? Okay, nennen wir es Tretbahn des Todes. Ganz einfach und unkompliziert. Da passt natürlich Sommerstimmung richtig gut dazu. Wir machen mal den Jurassic-Stil. Ich glaube, mit den ganzen verschiedenen Geräuschen und Sounds, da haben wir jetzt eh auch nicht so viel gemacht. So, Miniatureisenbahn. Oh, das ist genau das, was man auf der Venus braucht, eine Miniatureisenbahn. So, es war ein bisschen Themengestaltung, genau, weil das ja das, das Dings des Todes ist, machen wir das als Dschungel, Dinosaurierbahn, damit ja auch ja keiner in das Gebiet reinkommt. Ist das natürlich alles großräumig abgesperrt. Ja, man könnte die Attraktion natürlich auch Jurassic Park oder sowas nennen, aber es bleibt mal bei Tretbahn des Todes, wenn man da richtig direkt mit aus Dinosauriern konfrontiert wird. Ich möchte die Tretbahn nicht editieren, danke. Ich möchte lieber diesen Zaun hier abreißen. So. So, der Zaun kaschiert jetzt auch noch hier so ein bisschen die Pfosten. Explorer möchte ich auch nicht editieren. Danke. Und bearbeiten. So, hier gibt es eine Warteschlange. Hier können die reingucken, dass die dann sehen, was hier losgeht. So als kleine. Als kleiner Zeitvertreib haben die da die Möglichkeit, dort reinzugucken. Hier sind, nehmen wir mal diese Kanten. Die passen nämlich gar nicht dazu. Na ja, gut.
und des Todes. Es gibt aber auch nur die Hubschrauberwagen. Jetzt machen wir ein bisschen Deko. Geht natürlich wieder alles nur auf ebener Fläche. Die Leute, die hier mitfahren, die werden sich noch umgucken. Die werden hier mit vollen Hosen rauskommen. Weil sie sich hier gegen die Dinosaurier bewähren müssen. Das ist so ein interaktives Spiel. Und man muss da so mit solchen Laserpistolen... muss man die Dinosaurier hier einfach mal wegballern. Schade, dass die nur auf ebenen Flächen platziert werden können. Das schränkt so ein bisschen das Designerische hier ein. Da kommt immer der finale Endgegner dort. Oh, was ist denn dem? Achso, das ist der hier vorne. So, zack. So, dann sehen wir noch so ein paar Überreste von Besuchern, die es nicht überlebt haben. Wird auch so ein bisschen zaunsmäßig hier angedeutet. Jetzt können wir das Ding schon eröffnen. Tretbahn des Todes. Und dann gab es doch hier noch so ein bisschen Urwald-Theming. Da kann man natürlich jetzt immer so ein paar vereinzelte Pflanzen einstellen. Also hier so. Achso, die kann man auch auf Schrägen stellen. Okay. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die auch. Oh Gott, sind wir vielleicht. Wieso beschweren sich über die verschmutzten Wege? Was ist denn da schon wieder los?